Servus zur FC Bayern Basketball Schule. Heute mit dem Thema Dribbling für Anfänger, also Basics. Verstärkung habe ich auch dabei, einmal Luis, einmal Ivan aus der U19. Guckt gut zu und lernt. Viel Spaß. Wie angekündigt, wollen wir mit den Basics anfangen. Dem Dribbling mit der starken Hand. Also die meisten von euch werden Rechtshänder sein, wie die beiden auch. Guckt einfach zu, ihr findet eine gute Basketballposition, auf beiden Beinen gutes Gewicht bringen, Augen nach vorne und wir fangen an mit der rechten Hand zu dribbeln. Das Ganze am besten Knie hoch und die Augen weg vom Ball. Versucht euer Handgelenk dabei gut abzuklappen und den Ball mit den Fingerspitzen zu spüren, nicht mit der ganzen flachen Hand. Wenn ihr das drauf habt, dann wechseln wir zur linken Hand, zu eurer schwächeren Hand und machen genau das Gleiche. Ja, bei den beiden sieht es schon sehr gut aus. Wieder Knie hoch, das Dribbling. Genau, gute Position finden, so wie Luis. Augen sind immer nach vorne gerichtet. Okay, Jungs, Bälle festhalten. Das waren jetzt die Anfangsschritte fürs Dribbling. Jetzt wollen wir gleich weitergehen mit der gleichen Übung, nur wir bauen den Handwechsel mit ein. Jetzt wollen wir zum Crossover kommen. Das heißt, wir fangen wieder an mit der rechten Hand zu dribbeln. Wir dribbeln zweimal auf der Stelle, wie wir es vorher eben gemacht haben. Und dann wechseln wir die Hand. Dann dribbeln wir zweimal mit der linken Hand und wechseln wieder die Hand mit dem Ball auf die rechte Hand. Dabei wieder nach vorne gucken. Auf geht's. Eins, zwei, cross. Eins, zwei, cross. Sehr gut. Na, jetzt könnt ihr euch noch einen Freund dazu holen, den Bruder, die Schwester, die Mutter, den Opa, der sich vorne hinstellt und Zeichen gibt. Und die Spieler wiederholen diese. 2, 5, 2, 3, 5, 10, 1. Okay, super. Ja, ihr seht, es ist ganz einfach, aber probiert es erstmal aus. Auf den Bildern sieht es meistens einfacher aus, als es dann doch ist. Eine weitere Variation der Crossover ist der Handwechsel durch die Beine. Den wollen wir euch heute zeigen. Also, zweimal dribbeln, durch die Beine. Zweimal dribbeln, durch die Beine. Genau. Versucht dabei, eure Füße nicht zu bewegen. Ja, die Hand soll den Ball durch die Beine führen. Die Beine bleiben fest am Boden verankert. Blick wie immer oben. Ja, die beiden Jungs machen das schon sehr gut. Haltet mal bitte den Ball fest. Jetzt, die dritte Variation, ist der Handwechsel hinter dem Rücken. Den zeigen wir euch auch. Einmal, zweimal rechts dribbeln, behind the back. Auf geht's. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, da lieber mal den Ball verlieren, bevor ihr auf den Ball guckt. Das Wichtigste bei diesen Übungen ist immer, den Blick weg vom Ball zu haben. Wenn ihr jetzt das schon sehr gut könnt, dann gleich mal eine Stufe schwieriger stellen. Und zwar Crossover ohne Zwischendribbeln. Ja, wir fangen wieder an mit dem Crossover vor dem Körper. Auf geht's. Sehr gut. Jetzt ohne Zwischendribbling immer die Hände wechseln. Das sieht schon mal sehr gut aus. Blick nach vorne, Ivan. Sehr gut. Gut. Das Gleiche, ja, wie vorhin, durch die Beine. Beine bewegen sich nicht. Nur die Hand führt den Ball durch die Beine. Auf geht's. Ja, sehr gut. Und die dritte und letzte Variation ist der Handwechsel hinterm Rücken. Sehr schwierig, aber einfach ausprobieren. Fehler sind nicht schlimm. Auf geht's. Super. Sehr gut. Okay, einen habe ich noch für die Profis unter euch. Die können alle drei Crossover direkt verbinden. Wir wollen jetzt einen Crossover vor den Beinen machen, durch die Beine und hinterm Rücken. Auf geht's. Eins, zwei, drei. Oh, sehr gut. Ihr seht, Fehler sind nicht schlimm. Sehr gut. Nochmal zusammengefasst, was wichtig ist beim Dribbling, benutzt eure Fingerspitzen, nicht die ganze flache Hand. Klappt eure Handgelenke ab beim Dribbling, versucht den Ball fest auf den Boden zu dribbeln. Denkt dran, Fehler sind nicht schlimm, daraus lernt man nur. Wenn euch das Spaß gemacht hat, ihr habt die Drills drauf, dann habe ich für euch das nächste Mal richtig, richtig harte Aufgaben.
Wenn ihr Fragen habt an mich oder an die beiden Jungs, immer her damit. Gebt uns ein Like, aber ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis demnächst.